Shalom, willkommen zurück zum neuen Video des Hebräischkurs Ulpan für Anfänger. Heute haben wir Kapitel 5. Das Thema heute lautet Er, Sie, männlich und weiblich. Beginnen wir. Wie immer haben wir hier das Übersichtsblatt für das allgemeine Verständnis und wissen, wo wir sind. Hier beginnen wir jetzt mit dem ersten Kapitel. Der Pfeil zeigt auf die Worte Hu und Hi. Wir lesen von rechts nach links. Hu und Hi. Das ist Er und Sie. Hu und Hi. Dann haben wir Hem und Hen. Hem und Hen. Das ist Hem, die männliche Gruppe und Hen, die weibliche Gruppe. Es gibt auch das Wort Atem, wer schon länger dabei ist. Nochmal zur Erinnerung, das Wort Hem und Hen, das ist die Gruppe, über die ihr spricht, die nicht anwesend ist, sondern über die ihr spricht, wo nicht anwesend bei euch ist oder in eurer Nähe. Beginnen wir mit dem ersten Satz. Hier haben wir Habang Lo Kang Hu Sham. Hier sehen wir wieder mit dem Mauscursor Habang Lo Kang Hu Sham. In dieser Aufgabe geht es jetzt darum, dass wir den Satz umbauen können. Wir können auch sagen, Ha Bank Lo Kang, wie es hier steht. Das heißt, die Bank ist nicht hier. Dann könnten wir sagen, Ha Bank Sham. Quasi die Bank ist dort. Aber das können wir abkürzen, weil wir wissen, dass das Wort Bank, Bank, ein männliches Wort ist, benutzen wir das Wort Hu. Habang Lokam Husham. Die Bank ist nicht hier. Sie, die Bank, er ist dort. So wie wir auch im Deutschen sagen. Wenn euch jemand fragt, können Sie mir sagen, wo die Bank ist? Dann könnt ihr entweder sagen, die Bank ist dort oder dort drüben. Sie ist dort drüben. Sie ist hier hinter diesem Haus. Genau das ist die Aufgabe, die wir hier machen. Habang lo kan hu sham. Der nächste Satz. Ha tumuna lo katana hi gadola. Ha tumuna lo katana hi gadola. Ha-Tmuna, das Bild, ist nicht klein. Katana bedeutet klein. Hi, quasi weiblich. Gadula, ist groß. Hier haben wir das He jetzt wieder davor, welcher der Artikel bedeutet. Das Bild, Tmuna. Lo, quasi ist nicht klein, katana. Das männliche Wort wäre jetzt nur katan, ohne das hey. Katan wäre männlich. Aber wir haben hier Tumuna, welches ein hey am Ende hat. Und die meisten Worte mit einem hey, einem chet, am Ende sind weibliche Worte. Es gibt Ausnahmen, aber die sind kleiner wie die Beispiele, wo wir es haben. Also, ha tumuna lo katana, hi gadola. Das Bild ist nicht klein. Jetzt haben wir statt hu haben wir hi.
Weil Tmunda mit einem Hey endet, ein weibliches Wort, haben wir jetzt die weibliche Form Hi Gadol La. Das Bild ist groß. Nochmal hier Hu und Hi, männlich und weiblich. Und in diesem Fall haben wir jetzt die weibliche Form. Bei dem nächsten Satz haben wir Ha. Talmidim lo bakita hem bachutz. Ha talmidim lo bakita hem bachutz. Jetzt sind wir bei diesem Beispiel hier mit hem und hen, den zwei Gruppen, die nicht anwesend sind gerade. Ha Talmidim, das sind die Schüler. Wieder der Buchstabe Hey, welcher der Artikel bedeutet. Talmidim, das sind die Schüler. In Mehrzahl männlich. Yud Mem Sofit. Die Einzahl wäre jetzt Talmid, der männliche. Oder weiblich Talmida mit einem Hey am Ende. Aber jetzt haben wir Talmidim. Das sind die männlichen Schüler. Wer das Video kennt von männlich-weiblich. Wir könnten jetzt eine Gruppe von 100 Personen haben. 99 Personen könnten jetzt Frauen sein. Und es wäre nur ein Mann dabei. Dann würden wir automatisch von der weiblichen Form in die männliche gehen. Es reicht, wenn eine männliche Person dabei ist im Hebräischen. Also, Ha Talmidim Lo Bakita. Die Schüler, die Gruppe ist nicht Bakita in der Klasse. Kita ist Klasse. Dann antworten wir Hem, quasi männlich, Hem Bachutz. Bachutz bedeutet, sie sind draußen. Das Bett hier, Ba, bedeutet in diesem Fall im Deutschen wäre es das sind. Das Ba ist in draußen. Macht jetzt wenig Sinn, in und draußen gegenüberzustellen, aber im Hebräischen wäre es so. Ha, Talmidim lo bakita hem bachutz. Die Schüler sind nicht in der Klasse, sie sind draußen. Der letzte Satz. Ha studentiot lo ba universita hen ba konzert. Ha studentiot lo ba universita hen ba konzert. Jetzt haben wir statt die Schüler, die Talmidim, haben wir jetzt die studentiot. Aber hier sehen wir das waf und das taf. Das O und T, quasi Ot. Das Ot ist die weibliche Endung, sowie das Jud und das Mem, das Im, die männliche Endung für Gruppen sind oder die Mehrzahl. Ha studenti J, die Schülerinnen, in diesem Fall jetzt eine reine weibliche Gruppe. Lo ba Universita. Ba ist wieder in Universita. Das ist klar wie im Deutschen, in der Universität. Ha studentiot lo ba Universita. Hen, die Gruppe weiblich, hen ba Konzert. Nochmal zur Einprägung. Wir könnten jetzt auch sagen, hast du denn die J
Lo pa università. Ha studendiert pa Konzert. Aber um es abzukürzen oder um den Satz umzubauen, können wir statt das Wort studendiert, talmidim, tmuna oder bank, können wir hu, hi, hem oder hen benutzen. So wie im Deutschen auch. Das war die Übung für die kommenden Kapitel jetzt. Hier ist jetzt die erste richtige Aufgabe. Die Frage lautet: Ha shlimu hu hi hem hen. Ha shlimu, das bedeutet vervollständigt. Hier haben wir das Wort shalem, shin, lamet, mem, das heißt voll, und mit dem Wafir, welches eine U-Punktierung eigentlich hat, deutet es auf uns hin. Quasi wir, die wir die Aufgaben machen. Hashlimu, vervollständigt oder wie es wirklich heißen würde, macht voll. Er, sie, sie männlich und sie weiblich. Ich lese jetzt mit euch von Frage 1 bis 8 alles durch und dann antworten wir auf die Fragen. Der erste Satz lautet: Ha tumunot lo babait, hen ba misrat. Ha tumunot lo babait, hen ba misrat. Hier haben wir jetzt schon die erste Antwort vorgegeben vom Buch. Ha Sfarim lo ba Sifria, Punkt, 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 babait. Ha Sfarim lo ba Sifria, Punkt, 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 babait. Ha Talmidot lo ba Ulpan, Punkt, 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 ba Cafeteria. Ha talmidot lo baulpan, Punkt, 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 ba Cafeteria. Ha horim lo baaretz, Punkt, Punkt, ba Italia. Ha horim lo baaretz, Punkt, Punkt, ba Italia. Ha tmuna lo ba salon, Punkt, Punkt, ba cheder ha ochel. Ha kartisim lo ba bait, Punkt, Punkt, ba misrat. Ha knesset lo Bachaifa, Punkt, Punkt, Ba Jerusalem. Und der letzte. Ha Bank, Lo Po, Punkt, Punkt, Ba Rechof Ben Jehuda. Das waren jetzt alle Sätze. Wir gehen natürlich alle Worte durch, dass ihr wisst, welches Wort jetzt gemeint ist und was jedes Wort bedeutet. Wie gesagt, hat uns hier das Buch schon die erste Antwort vorgegeben. Ha tumunot lo babait. Wieder ha, der Artikel, wie überall hier zu Beginn, der, die, das. Tumunot sind die Bilder. Wir haben hier tmuna, eigentlich wäre jetzt hier ein hey. Hier haben wir es gelesen. Tmuna ist die Einzahlbild. Ein weibliches Wort. Und hier die Mehrzahl mit einem waff und taff, das ot, tmunot, also die Bilder, lo babait. Also, wir wissen ein weibliches Wort, dann benutzen wir hen, weil es ist ja die
Mehrzahl, keine Einzahl. Hen, ba, misrat. Babait heißt Zuhause. Und misrat ist das Büro. Hen, ba, misrat. Die Bilder sind nicht zu Hause. Sie sind im Büro. Jetzt der nächste Satz. Ha Sfarim, lo basifria. Wieder der Artikel und Sfarim. Das sind die Bücher. Die Einzahl wäre jetzt Sefer. Sefer. Das wäre das Buch. Aber hier haben wir die Endung Jud und Memsufit. Das Im. Das ist die Mehrzahl in männlich. Also wissen wir, Ha Svarim lo Basifria. Sifria ist die Bibliothek. Sie sind, welches Wort benutzen wir? Hem. Sie sind zu Hause. Ha Svarim lo basifria hem babait. Nächster Satz. Ha talmidot lo baulpan. Artikel. Die Schülerinnen. Talmid ist der Schüler. Talmida ist die weibliche Schülerin. Und dann haben wir wieder, und dann haben hier wieder die Endung Ot, wie wir wissen, von dem ersten Satz. Die Schülerinnen, lo baulpan. Ulpan ist die Sprachschule, wie wir sie machen. Sie sind nicht im Ulpan. Dann benutzen wir Hen. Hen ba cafeteria. Sie sind in der Cafeteria. Nächster Satz. Ha Horim lo ba'aretz. Horim sind die Eltern. Und das Wort bleibt immer so mit dem Jud und dem Memsophit, weil es ja eine Gruppe ist quasi, die Eltern. Und Horim lo nicht ba'aretz. Das Wort ba'aretz heißt jetzt ba, hier heißt wieder in und Aretz ist das Land. Wenn ihr es schon mal gehört habt, Aretz Israel, das Land Israel, das ist, ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme an, der Begriff kommt aus der Bibel, aus dem Tenach. Also, ha horim lo ba'aretz. Die Eltern sind nicht im Land. Wir sehen hier wieder die Endung Jud Mem. Also wissen wir, kommt, ich gebe euch kurz Zeit zum selber sagen, das Wort Hem. Ha Horim lo ba'aretz, Hem ba Italia. Sie sind in Italien. Fünfte Frage. Ha Tumuna lo basalon. Das Wort hatten wir schon zu Beginn vorgenommen. Tumuna ist das Bild. Lo heißt wieder nicht. Ba Salon. Salon ist das Wohnzimmer. Ha Tumuna lo ba Salon. Wir wissen, Tumuna mit dem Hey ein weibliches Wort. Haben wir die Antwort? Hi, weil es ist keine Mehrzahl, es ist die Einzahl, weiblich. Zur Erinnerung, hu ist er, hi ist sie, weiblich, hu männlich, hi weiblich, hem männlich Mehrzahl, hen weiblich Mehrzahl. Hat Muna lo basalon, hi ba cheder ha ochel.
Cheder ha'ochel ist, oder Cheder ochel ist das Esszimmer. Ochel ist das Essen und Cheder ist das Zimmer. Ba in Cheder ha'ochel. Dass jetzt hier ein Hey benutzt wird, liegt an der Betonung und der Frage davor. Aber dazu kommen wir noch in späteren Videos. Sechste Frage. Ha kartisim lo babait. Ha kartisim. Kartisim sind die Karten. Kartis wäre jetzt die Einzahl. Und hier haben wir wieder ihm. Also wissen wir, die Karten sind nicht zu Hause. Babait. Wir benutzen Hem, Ba Misrat. Sie sind im Büro, wie wir auch hier oben schon hatten. Ba Misrat. Siebte Frage. Ha Knesset lo b'Chaifa. Die Knesset ist das Parlament, wie der Bundestag in Deutschland. Ha Knesset. Lo b'Chaifa. Chaifa ist eine Stadt am Mittelmeer. Wir sehen Knesset, wie ich zu Beginn meinte. Wenn die Worte mit einem Taf oder einem Hey enden, deutet es so gut wie fast immer auf ein weibliches Wort hin. Aber wir sehen auch, es ist keine Mehrzahl. Ha Knesset. Loba Haifa, Hi Ba Jerusalem. Sie ist in Jerusalem. Letzte Frage. Habang lo po. Habang lo po. Bang ist wie im Deutschen auch die Bank und po bedeutet hier. Eigentlich könnte man jetzt, um es einfacher mal zu machen, hier noch ein Waff hineinmachen, aber die Grammatik schreibt es ohne. Habang lopo. Bang ist ein männliches Wort. Also benutzen wir das Wort hu. Habang lopo hu ba rechof ben Jehuda. Ba Rechof. Rechof ist die Straße in der Straße Ben Jehuda. Das war jetzt die erste Übung. Die nächste wäre Anu al Hashelot. Lefi ha Tagil le Mala. Anu al-Hashelot antwortet auf die Fragen vor bzw. nach dem Beispiel oben. Ich lese wieder alles vor. Frage 1 wäre Eifo ha-Tmuna. Eifo ha-Tmuna. Wo ist das Bild? Eifo heißt wo. Und die Worte hier am Ende, die kennen wir alle schon, die haben wir oben schon, nur immer wo. Wo, 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 wo. Wo ist hier die Frage. Eifo ha tumunot, wo sind die Bilder? Eifo ha sfarim, wo sind die Bücher? Eifo ha talmidot, wo sind die Schülerinnen? Eifo ha horim, wo sind die Eltern? Eifo ha tmuna, wo ist das Bild? Eifo ha kartisim, wo sind die Karten? Eifo ha knesset, wo ist die Knesset? Und Eifo ha bank.
Um es einfacher zu machen, habe ich jetzt beide, habe ich die Frage, wo wir gerade gelesen haben, hier unten hingeschrieben, Eifo hat Mona. Und wir müssen ja nach dem Beispiel oben antworten. Also habe ich es hier so gemacht, dass wir nicht zwei große Blätter haben und eine kleine Schrift. Also, hier hat uns das Buch ja schon vorgegeben gehabt. Ha Tmuna, Entschuldigung, ha tmunot lo babait, hen ba misrat. Die Bilder sind nicht zu Hause, sie sind im Büro. Jetzt ist die Frage für uns, eifo ha tmunot? Und mir antworten, hen ba misrat. Wir benutzen einfach die Antwort, die erste Antwort, wo wir hier hineinschreiben mussten und bilden den Satz zu Ende. Die Bilder, wo sind die Bilder? Sie sind im Büro. Hier habe ich jetzt extra oben immer, ist die Aufgabe, die wir gemacht haben, gerade. Und das ist jetzt unsere neue Frage. Eifo ha-Sfarim. Wer erinnert sich? Eifo ha-Sfarim. Männlich, Gruppe. Eifo ha-Sfarim. Hem ba bait. Weil wir vervollständigen den Satz ja mit dem Ende hier. Wo sind die Bücher? Sie sind zu Hause. Eifo ha-Sfarim. Talmidot, wo sind die Schülerinnen? Hen ba Cafeteria. Wo sind die Schülerinnen? Eifo ha Talmidot, sie sind in der Cafeteria. Eifo ha Horim, wo sind die Eltern? Ich lasse euch wieder kurz Zeit zum Überlegen. Hem ba Italia. Eifo ha Tmuna. Hi ba Reda ha Ochel. Eifo ha Kartisim. Wo sind die Karten? Hem Bamisrat. Sie sind im Büro. Eifo HaKnesset. Wo ist die Knesset? Wo ist das Parlament? Hi Ba Jerusalem. Es ist in Jerusalem. Eifo ha Bank, wo ist die Bank? Hu Barichof ben Yehuda. Und damit wären wir heute am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Shalom.